Die Geburt Jesu in Bethlehem ist keine einmalige Geschichte, sondern ein Geschenk, das ewig bleibt. Mit diesen Worten Martin Luthers begrüße ich Sie ganz herzlich an den Bildschirmen. Diese Andacht mit Krippenspiel zum Heiligen Abend haben wir in der St. Maria St. Cyriacus Kirche zu Groß-Twölpstedt aufgenommen. Wir möchten Ihnen so die Geschichte von dem Geschenk, das ewig bleibt, nach Hause bringen. Kinder aus der Kita Pusteblume in Groß-Twölpstedt führen ein Krippenspiel auf. Wir hören und sehen so die Weihnachtsgeschichte aus einem anderen Blickwinkel. Ochs und Esel, die Schafe und ein Rabe erzählen, was sie von der Weihnachtsgeschichte behalten haben. Auch hören wir Weihnachtslieder. Wir hoffen, dass diese Worte, Melodien und Bilder Weihnachten bei Ihnen zum Klingen bringen und das Geschenk, das ewig bleibt, seine Resonanz erzeugt. Lasst uns in der Stille der Nacht das Kind in der Krippe betrachten, die Botschaft der Engel hören und den Frieden finden, der von der Krippe ausstrahlt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und als 8 Tage um waren und er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war.
Wow! Löwen schicken mich, wir haben uns schon überall gesucht. Was war denn hier überhaupt los? Es war so aufregend. Wir waren in der Wald, wo ein kleiner Mensch auf die Welt kam, bei Noah. Noah hat da drin gelegen. Was ist denn jetzt schon wieder los im Waldstall? Wer war denn hier? Es riecht nach so vielen Menschen. Also jetzt erzähle ich euch das mal. Du bist eher als später zu uns gekommen. Ich muss den Anfang erzählen. Da stehe ich an meiner Futterkrippe und fresse. Da geht auf einmal die Stalltür auf. Eine Frau und ein Mann kommen herein. Die waren ein bisschen erschrocken, als sie mich gesehen haben. Jeder weiß, wie stark wir Ochsen sind. Ich bin freiwillig ein Stückchen zur Seite gekommen. Na ja, die Frau ist gar nicht selbst reingekommen. Sie saß auf einem Esel. Mann, hab ich mich gefreut, mal einen Kumpel im Stall zu haben. Denn meine Sprache ist I-A-I-A. Die Frau war ganz schön dick. Da hatten wir Eier auch schwanger. Ja, aber nicht mehr lange. Kaum war sie da, kam das Kind zur Welt. Das haben sie in Windeln gelegt und in meine Krippe gelegt. Jetzt sind wir aber dran. Schau mal, das Kind geboren, haben die Engel informiert und gesagt, dass er mir an diesen Stein gehen soll. Die haben gesagt, dass der Heiland geboren ist, den Gott geschickt hat. Wow, wow, wow. Na, ich glaube, die Engel haben eher die Hirten angesprochen und nicht euch Schafe. Ja, egal, da sind wir gleich losgelaufen. Wir haben nachgeschaut, was passiert ist. Da haben wir das Kind gesehen. Es war so friedlich. Da ist danach in unsere Waffen gekommen und haben sich hergeklebt. Weil sie gemerkt haben, dass das eine Interessent war. Und schon sind die Hirten wieder weggelaufen. Sie haben sich gegenseitig zugerufen, dass sie das unbedingt allen sehen wollten. Jetzt sind auch der Mann, die Frau, das Kind weg. Ich werde gerne wissen, wo sie hin wollen. Weit, wo wir hingegangen sind. Wir sind auf dem Weg nach Süden. Da war ich schon mal. Da ist Ägypten. Ich frage nicht und beobachte, was noch passiert. Du kannst nicht wieder zur Erde zurück. Und den auf der Platte wieder da. Dann kann ich noch ein bisschen auf die Frau. Jetzt sind wir wieder allein. Die Tiere, die hier wohnen. Es ist so, als nichts gewesen wäre. Nein, es ist ganz anders. Hier in der Krippe waren alle. Die Schafe, die sich nur in einer Herde wohlfühlen. Du Opfer, der du stark bist. Von denen sich alle fürchten. Die Mäuse, die klein sind und die das als immer übersehen werden. Ich, dummer Esel, der immer länger braucht, bis er was kapiert. Blaue Eule oben im Dachgebell, die immer alles sieht und alles weiß. Egal, ob stark oder schwach, ob dumm oder schlau, wir alle waren dabei. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde an den Bildschirmen, ja, so könnte es gewesen sein im Stall, nachdem die Menschen weg waren. Jesus ist nun geboren worden. Die Volkszählung ist vorbei. Die Hauptfiguren sind weg. Der Ochse findet das schade. Er sagt, jetzt sind wir wieder allein. Es ist so, als ob nichts gewesen wäre. Aber der Esel widerspricht ihm. Nein, es ist alles ganz anders. Hier an der Krippe waren alle und für alle war es schön. An Weihnachten dabei sein, wie geht das? Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Bedford Strom, hat vor ein paar Wochen gesagt, Weihnachten findet statt. Er meinte damals, es wird Gottesdienste geben, wegen der Pandemie ganz anders als sonst, wahrscheinlich draußen unter freiem Himmel. Weihnachten findet statt, so oder so. Dieses Licht, das von der Krippe ausgeht, es ist da, auch ohne unser Zutun. Freude und Hoffnung sind in uns. Sie müssen nur manchmal aktiviert werden. Dem Esel in unserem Krippenspiel ist das bewusst. Es geht darum, darauf zu bauen und zu vertrauen, auch am Weihnachtsfest 2020. Es geht darum, dass Gottes Sohn geboren wird und uns aus dieser Krippe anlächelt. Ja, es geht sozusagen darum, dass der Christus in uns geboren wird. Wir sind eingeladen zu entdecken, dass in dieser Krippe alles ist, was wir im Leben nötig haben. Frieden, Mut, Liebe und Hoffnung. Die Weihnachtsgeschichte erinnert uns an Dinge, die uns im Leben immer wieder abhanden kommen. So wie dem Ochsen im Krippenspiel. Die Weihnachtsgeschichte erinnert uns immer wieder, was Advent und Weihnachten bedeuten. Und das nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen. Und das Beruhigende ist, Gott lädt uns ein. Weihnachten kommt auch ohne unser Zutun. Der Esel im Krippenspiel weiß das. Und doch ist es so, dass wir uns manchmal auch aufmachen müssen, dass wir uns selbst auf den Weg machen müssen Richtung Krippe. Dorthin, wo das Licht seinen Anfang nimmt. Die Hirten in der Geschichte, die haben sich aufgemacht und auch die Tiere mitgenommen. Von den Feldern sind sie nach Bethlehem gekommen in den Stall. Und wenn wir uns in Richtung Krippe auf den Weg machen, dann nehmen auch wir mit, was uns ausmacht. Unsere Fähigkeiten, aber auch unsere Schwächen. Und auf diesem Weg stellt Gott uns zur Verfügung, was wir brauchen. Frieden, Mut, Liebe und Hoffnung. Es nutzt nicht viel, von der Krippe nur zu hören. Nein, eine Portion Neugier gehört auch zu diesem Weg. Gott hat den Weg geschaffen, wir müssen ihn aber gehen. Zur Krippe hingehen, sehen und erleben. Sich auf den Weg machen und schauen, was die Botschaft von Jesus mit uns macht und wie uns diese Begegnung verändert. So wie die Hirten an die Krippe getreten sind, staunend, was alles noch möglich sein wird. Weihnachten findet statt. Weihnachten ist eine Bewegung Gottes auf uns zu. Auch am Heiligen Abend und Weihnachten 2020, wo vieles so unweihnachtlich ist. Wo es besser für uns ist, wenn wir uns nicht zu nahe kommen und manches gute Wort aus der Ferne dieses Jahr besser ist. Mit Weihnachten setzt sich Gott in Bewegung, damit auch wir in Bewegung kommen. Das heißt, an Weihnachten dabei sein. Der Esel im Krippenspiel widerspricht dem Ochsen. Es ist nicht so, als ob nichts gewesen wäre. Nein, es ist alles ganz anders. Hier an der Krippe waren alle dabei. Denn die Geburt Jesu ist keine einmalige Geschichte, sondern ein Geschenk, das ewig bleibt. Amen.
Gott, es ist Weihnachten. Drei Menschen, für die ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Drei von vielen, die eine Zukunft vor sich haben, von der sie nicht genau wissen, wohin sie sie führt und was sie für sie bereithält. Wir bitten dich für alle Frauen, die, wie Maria, ein Kind erwarten. Gib, dass sie sich auf ihr Kind freuen können, dass sie sich keine Sorgen machen müssen um die Gesundheit ihres Kindes oder darum, dass ihr Kind immer genug zu essen hat, dass sie es in gerechten Verhältnissen aufwachsen lassen können und dass ihm Willkür, Gewalt und Krieg erspart bleiben, dass es in Sicherheit leben kann und immer die Geborgenheit findet, die es braucht. Wir bitten dich für alle Männer, die, wie Josef, Väter werden oder Väter sind. Gib, dass sie die Verantwortung für ihre Familien wahrnehmen und da sind, wenn sie gebraucht werden. Dass sie ihren Frauen verlässliche Partner und ihren Kindern gute Begleiter sind. Dass sie sich Zeit nehmen für gemeinsame Unternehmungen, für Fragen, die ihnen gestellt und für Sorgen, die ihnen anvertraut werden. Wir bitten dich für alle Kinder, die, wie das Kind in der Krippe, ihr Leben beginnen. Gib, dass sie in Familien aufwachsen können, in denen sie behütet und beschützt sind, dass sie Menschen finden und um sich haben, die sie verstehen und denen sie vertrauen können, dass sie in einer Zeit leben können, die vor Kriegen bewahrt bleibt und in einer Gesellschaft, in der sie finden, was sie für ein gelingendes und erfülltes Leben brauchen. Wir bitten dich für alle, die so lange schon oder gerade erst von Kriegen und Katastrophen heimgesucht werden, in allen Krisengebieten dieser Welt. Gib, dass sie Trost und Hilfe finden in deiner weihnachtlichen Friedensbotschaft, Gott, und gib, dass wir sie nicht vergessen. Gott, wir bitten dich für uns. Wir bitten dich in dieser Corona-Zeit. Bleibe bei uns. Gib uns den Langmut, diese Zeit durchzustehen und die Kraft und die Einsicht, Verantwortung für andere zu übernehmen. Lasst uns beten, wie Jesus es uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest.